Stille ist in allem. In allem ist Stille. Wenn du das Laute eindringst, das Laute in deinem Leben, in deinem Alltag, ohne Abwehr, ohne Aversion, ganz offen und akzeptierend, dann entsteht früher oder später ein Punkt, an dem der Lärm einfach verschwindet. Du kennst diesen Zustand aus deiner Kindheit, wo du im lautesten Trubel um dich herum eingeschlafen bist. Plötzlich war der Ton weg. Und du hast dich einfach einen erholsamen Schlaf gehabt. Es ist ja oft so, dass wenn du Stille willst, sie nicht da ist. Und wenn sie dich überwältigt, dann macht sie dir vielleicht Angst, weil der Strom des vertrauten Geplappers und die tief in dir konditionierten Muster der Töne und Geräusche auf einmal nicht mehr da sind. Also, was wir wollen und was wir nicht wollen, hat immer eine gewisse Grenze unserer Willenskraft. Es entsteht im Leben früher oder später ein Punkt der Überwältigung, des Fallenlassens. Eben immer wieder Wendepunkte. Du ergibst dich und dann entsteht so etwas wie ein höherer Wille, der dich in sich birgt. Dinge gehen bis zu einem gewissen Punkt und dann passiert etwas anderes als geplant, gewollt oder als es in deiner Absicht war. Das macht das Leben wirklich geborgen. Das ist etwas, in das du vertrauen kannst. Wenn du zwanghaft Stille suchst und willst, wird es nie still genug sein. Dies ist nicht recht, jenes ist nicht recht, das könnte besser und anders sein und so weiter und so fort. Du denkst, du kannst es dir zurecht machen, aber es macht dich zurecht. Es wird dich an einem gewissen Punkt erlösen. Keine Qual ist ewig, einzig deine gewollte eigene. Kennst du das Gefühl in der Nacht, wenn du ungeplant aufwachst und es unvorhergesehen still ist? Nichts ist da. Gar nichts. Vielleicht das Rauschen der Stadt, wenn du in einer großen Stadt lebst. Du fühlst dich vollkommen klar und aufgeräumt. Und in diesem Zustand bist du wieder vollständig zusammen. Alles ist irgendwo klar, alles deutlich. Oder jemand spricht. Kein Staccato, es soll Menschen geben, die noch gewisse Pausen beim Reden machen. Ich meine nicht die kranken Schnellredner, die in 1,58 alles reinquetschen und wo du denkst, was ist das denn? In den Pausen des Redens ist die Stille. Die Pausen haben eine Spannung der Stille, die Dramaturgie des Nicht. Eigentlich erwartest du Worte, aber Pause und Stille geschehen. Das wirkt. In dir entsteht so etwas wie implizites Verarbeiten, also unterbewusstes Verarbeiten, die Freiheit des Off. In der Stille fügt sich alles immer wieder zusammen. Ohne die Stille ginge nichts. Also trachte nicht nach Stille. Achte nur auf sie, wenn sie geschieht, immer wieder in ihrem natürlichen Entstehen. Selbst im tiefsten Lärm ist Stille. Wenn dir das gelingt, bist du im Einklang mit Lärm, den Geräuschen der Welt und der Stille und Ruhe, die in ihnen verborgen sind.